wollen Gas. Zocker mit Herz und die volle Dröhnung ab jetzt. Moin und herzlich willkommen, hier ist Phil, euer Zocker mit Herz. Wir spielen weiter Kingdom Hearts Burst by Sleep. Lange ist her, ich glaube letztes Mal war am 17.8. oder irgendwie so die Aufnahme und heute ist es 2. oder 3.9. Ja, müssen wir jetzt die Scheiße machen? Glaube ich, ne? Dann müssen wir hier ran. Diese Kack-Eismaschine ausprobieren oder müssen wir das nicht machen? Schnauze. Ja gut. Ich jetzt. Oh cool, mein Mikrofon. Ich musste das erstmal runterholen wieder. So. Dann schauen wir mal, was wir machen müssen. Weiß ich nämlich jetzt gar nicht. Da geht's nicht weiter, ne? Nö. Rennbahn. Ich weiß gar nicht, was mit Aqua hier unsere Aufgabe ist. Ich weiß nicht, warum ich diese Harry Potter-Steuerung nicht rauskriege. Kleinen Moment. Warum ist meine Cam so hier drin? So, gefällt mir nicht, will ich nicht. So? Ja, passt, ne? Oh, jetzt haben wir wieder diesen scheiß Goldrausch-Kack, oder? Eine Attacke immer nicht trifft, ne? Was ist das für ein Scheiß, Alter? Richtiger Scheiß, Alter. Ich will gar keinen Schaden machen, Alter. Einfach keinen Schaden machen. Den Dicken nicht. Jetzt. Ich habe die Harry Potter Steuerung noch so drin, ne? Das war auch bei der letzten Star Wars Aufnahme so, es ist so lächerlich. Ich habe dieses Gespiegelte im Kopf und nicht das Richtige, oder? Weißt du was? Ich hoffe, euch geht's gut. Ja, ja, bla bla. Das verstehe ich aber nicht. Das verstehe ich nicht. Ja, das ist aber auch kacke. So, gut. War ein bisschen neben der Spur. So. Reicht eigentlich, ne? Brauche ich Vita nochmal, ja. Das nervt. Ich mach das normal hoch wieder. Aber warum ist das denn so komisch? Hm. Es
sieht so aus, als wenn meine rechte Schulter so weit unten. Egal. Es nervt mich ein bisschen. Ich kann auch hier ein bisschen hochziehen. Nee, aber das nervt irgendwie. Egal, nicht euer Bier. Das ist wahrscheinlich, weil die Kamera so weit nach rechts gedreht ist. Ich habe keine Ahnung. Es geht aber nicht anders. Weil ich nicht so viel Platz habe und mein Greenscreen halt nicht mehr so breit sein, so breit ist, wie er sein müsste für das, für den Weitwinkel. Nur noch einen davon, na toll. Durch Zufall richtig gedrückt, Alter. Ich sehe das immer nicht, Leute. Jetzt weiß ich, was ich wollte. Ist das schon hoch? Ah, das ist schon 4. Gut. Die Frierpunkt war auf jeden Fall cool. So. Müssen wir das machen? Nee. Was ist hier meine Aufgabe? Okay. Nicht so doll. Ich hoffe, ihr hattet einen schönen Tag. Wenn nicht, dann lasst ihn mir euch versüßen. Das war irgendwie cool. Das hatte was. Und ich hoffe, ich muss die Aufnahme nicht neu machen. Ich habe es jetzt mal so gelassen. Ein minimal bisschen mein Mikrofon runtergeregelt, weil, ne, Anna und ich sind ja jetzt im Podcast so. Werdet ihr ja spätestens mit der Folge 60, nee, 61, glaube ich, also die neueste Folge gehört haben. Also nicht die Folge mit den Zielen, sondern die danach. Ich glaube, das müsste 61 sein, ja. Und... ah, mit Rudi Ross, okay. Ja. Und da habe ich mein Mic ein bisschen leiser stellen müssen. Ich bin trotzdem noch ein bisschen lauter, weil mein Organ. Und der liebe Enno muss das ein bisschen leiser stellen, weil Nebengeräusche und Autos, die da bei ihm nur zu lang fahren und wie auch immer. Ja. Aber ich habe auch jetzt in OBS alles so gelassen. Sonst habe ich ja extra so eingestellt, dass es immer ein bisschen leiser aufgezeichnet wird. Aber ich regel, hoffentlich kann das so weit runter regeln. Geil, ich habe ihn da festgehalten. Das war wichtig. So. Schon über 3 Vita. Brauche ich nochmal Vita, ne? Habe ich aber erstmal nicht. Dann rüste ich das andere Vitra aus wieder. Jo. Das habe ich ja noch nicht. Ich verwechsel das immer. Achso, ja, Rudi Ross. Ja, aber wo ist Rudi Ross?
Mein Brain ist gerade heute wieder on point, oder? Such Rudi raus. Geh hin, such Rudi raus. Ey, der Harry Potter, das Hassspiel gerade von mir, Gefängnis von Gefangener von Azkaban, Gefängnis, alles klar. Und da ist die Steuerung genau andersrum. Rechts gucken links und links gucken rechts. Hier und Star Wars ist so, wie es sein soll. Denkt, ich hab das jetzt drauf, seht ihr ja. Das ist so lächerlich. Ja, diese kleinen Viecher gehen mich so auf den Sack, vor allem wenn du im Level noch nicht so bist, dass du die instant tötest. Mich würde das interessieren, ob das auch Geld gibt, wenn man die Combo macht, aber keiner mehr da ist, den man hitten kann. Longe, rechts ist rechts. Zum Glück bin ich gerade aktuell weniger gestresst, sonst würde mich das jetzt schon wieder nerven. Beziehungsweise nicht vorab schon mehr gestresst. Ja, da muss ich ja nicht nochmal runter, oder? Ach, er ist ja hier, ne? Ist er Rudi Ross? Ja, jetzt so oder nie. Oh nein! Ich habe mir jetzt auch die Steuerung nicht nochmal angeguckt. Wie ich nichts machen konnte, Alter. Dass das nicht trifft, wenn man in die Luft geht, ne? Oh, Alter, ihr geht mir auf den Sack. Ich kann die nicht anvisieren. War das schon immer so? Ja klar, jetzt gerade wenn ich so einen Aufschlag mache, kommen die Netze. Ist klar. Die kriegen, geht einfach mal random rein bei denen. Was ist das für ein Scheiß? Ich hasse diesen Modus. Geht kacken, Mann. Ich stehe daneben. Ich hätte gekotzt, Alter, im Strahl. Die gehen immer random rein bei denen. Das ist doch scheiße, Mann. Diese Netze!
und davon noch zwei oder drei, ne? Alter. Ja, schön, Alter. Oh. Ma, you sure taught those monsters a lesson. You're the real hero in town, if you ask me. He's right, my dear. I couldn't agree. Oh, die war sauer. Thank you so much. Sauer macht ja lustig, ne? And she's our queen. Oh, please excuse me, your majesty. Where are my manners? My name is Aqua. There's no need to be so formal. Just call me Minnie. You see, I'm not sure I'm doing a very good job protecting my kingdom. Oh, don't say that, Queen Minnie. We all know how hard it's been since the king set off the way he did. Don't you trouble yourself. Why, we wouldn't even think of putting on our yearly dream festival if we thought there was the slightest chance anything might happen. Muss mit Aqua nicht auch die Eiskacke machen. Oh, you're very kind, Horace. Ja. How about that Pete, though? Captain Justice, my hide. You can't count on him for anything. Wait, you're saying his real name is Pete? Well, it sure sugar isn't justice. Pete never does anything for anybody except Pete. That get-up was just an act to get folks to vote for him. He wants to win the Million Dreams Award and hog the prize. Million Dreams. Und die ein bisschen weicher sind, die meisten, die sind. It's part of our dream festival. Nicht so sauer. Einfach gesagt. The most admirable citizen is. But Pete seems to have the wrong idea. He thinks that dressing up as a hero and proclaiming that he will win him both. Ich werde es nicht näher reinhalten wie andere YouTuber und Streamer und dann fällt mir das alles auf den Tisch, auf die Tastatur. Nee. Hätte ich aber auch drauf sowas. Well, in my book, Aqua here is number one. You got my heartfelt vote. Thanks, Horace. I promise I'll try not to let you down. See that you don't. Hat sie ihn gerade Horse genannt? Also wie fair? Oh dear, he sounds serious. Würde ja Sinn machen. Being popular is tough. Für mich ist er eine Kuh wegen dem Umhängen und nicht wie ein Pferd. Obwohl, das haben ja eher Pferde, ne? Und keine Kühe. Die haben ja Glocken. Nee, weil Pete heißt ja auch Carlo bei uns. Aber das würde mich mal interessieren. Oh, hier ist ein Kern. Wie das zeitlich funktioniert hat. Weil. Now it's time to begin the main event of our dream festival. The Million Dreams Award Presentation. Weil einer war ja nun nicht da, die anderen waren ja eigentlich da. Wisst ihr, wie ich meine? Die haben ja alle die Trophäe gekriegt. Na egal. Vielleicht denke ich auch gerade noch falsch. Entschuldigung. The Million Dreams Award goes to Mir. Ventus, Aqua and Terra. All three. You mean Ven and Terra were here? What do you mean? There's gotta be a mistake. Wenn jetzt gleich die Szene nochmal kommt, wo er mit Malefiz in der Darkness da, Gefängnis und so, überspringe ich das, ne? Das haben wir jetzt zweimal gesehen. Könnt ihr euch bei Terra oder Ventus angucken. Einfach nach Disney Town gucken. Pete, we counted the votes very carefully. Ventus, Aqua and Terra won. Oh, Pete, I think you tried to do something good, but you were doing it for the wrong reasons, and you went about it the wrong way. Still, a couple of citizens must have thought you had goodness in you, because you actually got a few votes. They knew you were looking out for them. Big Whoop, I don't need their lousy votes. Just cough up my prize. Pete! They voted for you because they believe in you and care about you. How could you look down on that? I've tried to forgive a lot of things you've done, but this is too much. Now you finally crossed the line.
Like that matters to me. Besides, what are you gonna do about it? Huh. I'm gonna let you cool off for a while. Guards! Wait, what? Hey, let me go. Put me down. What? No, you can't. No, no, no. Hey, easy. Oh! Now, shall we continue the ceremony? Will the three winners, Ventus, Aqua, and Terra, please come up and join me on the stage? Was ist denn das? Wisst ihr, wie ich meine? Das ist ja eigentlich parallel passiert, aber sind ja nicht alle da. Oh. Deswegen würde mich interessieren, wie sich das zeitlich abgespielt hat. I must have just missed them. Perhaps you would accept the award on their behalf. After all, you've been so kind to so many here at the Dream Festival. So now, I hereby present the Million Dreams Award as a token of how much you matter to us. Congratulations! Good for you! Thank you, everyone. And as an extra treat, we've created something special. An ice cream flavor just for you. Royal Berry Ice Cream. Oh my, I wish I had my own ice cream flavor. What's it taste like? Go on, try it. Weiß als erstes oben von der Erdbeere ab und wie schmeckt das Eis? Schmeckt nach Kinderschokolade. Delicious. You couldn't have picked a better flavor. Oh, we're all very glad you're enjoying it. So, das kennen wir, das überspringe ich. Oh. Jo. Coole Sache. Toll. Naja, bla bla. Gut. Hier dann, ne? Ja. Guck nochmal hier. Gut. Ich hoffe, es hat euch wieder gefallen. Wenn ja, lasst ein kostenloses Abo da. Aktiviert die Glocke, um nichts mehr zu verpassen. Und dann würde ich sagen, ich bin raus. And may your heart be a guiding key. Zocker mit Herz, ich bin für euch da. Zocker mit Herz. Keep your head up, Zocker mit Herz, and may the force be with ya. Always!